Herzlich willkommen, liebe Grill- und Fußballverrückte. Auch wir sind bei der Barbecue Football EM dabei. Wir sind ausgelost worden und zwar haben wir das tolle Los England bekommen. Tja, die Kulinarik in England, Leute, lässt doch sehr zu wünschen übrig. Aber wir haben ein tolles Gericht gefunden und genau dieses tolle Gericht, wo ich selber überrascht war, dass es in England wirklich ein Renner ist, werden wir für euch heute zubereiten. Und wenn ihr wissen wollt, was wir da gemacht haben, dann heißt es für euch dranbleiben. Viel Spaß dabei. So Freunde, für unser Chicken Tikka Masala Curry brauchen wir nämlich ein paar wenige Zutaten zum Marinieren. Paprikapulver, Chipotle, Tomatenmark und Joghurt. Natürlich, die haben wir nicht vergessen, Hähnchenbrustfilet und ein scharfes Messer zum Schneiden. So, wir beginnen jetzt ganz einfach mal, indem ich zuerst die Marinade anrühre und dann das Hähnchen schneide. Aber da seid ihr gleich wieder mit dabei. Wir beginnen jetzt, wie gesagt, mit der Marinade. Da kommt mein Becher Joghurt. Welchen ihr da nehmt, überlasse ich euch. Sagen, interessantes Rezept ist auf jeden Fall, kannte ich so noch nicht. Als nächstes brauche ich ein Esslöffel Paprikapulver, gut gehäuft. Zwei Esslöffel Tomatenmark. So, das sind so gute, noch ein bisschen, war nicht ganz voll das andere. Hervorragend. Das genügt. Dann kommt noch Chili-Pulver. Da mache ich aber nur die Hälfte dazu. Das ist ein halber Teelöffel Chipotle. Wer es natürlich schärfer mag, macht einen ganzen dazu. Ah, das genügt uns vollkommen. Dann rühren wir das Ganze mal. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Verrührt haben wir es jetzt. Und jetzt kommen unsere Hähnchenbrüste wieder ins Spiel. Ich schneide die, aber da seid ihr gleich wieder mit dabei. Ich werde es nicht so kleine Würfel schneiden, also die Spitze schneide ich ab, dass ihr da so wirklich schöne Stückchen habt. Schneide ich es einmal durch. So, das ist so ein Würfel, wo ich sage, für uns genau richtig. Wenn es für euch zu groß ist, schneidet ihr das Ganze etwas kleiner. Das Ganze ist jetzt in Windeseile passiert. Ihr seht, alles kein Hexenwerk. Brett weg, Messer weg. Da kommt wieder unsere Marinade ins Spiel. Von der Marinierzeit. Also es genügen, wenn ihr keine Zeit habt, 2 Stunden vollkommen aus. Das Joghurt bewirkt natürlich, dass das Hühnerfleisch schön mürbe wird. Und mehr bedarf es jetzt erstmal nicht. So Freunde. Heute spielt England und wir zwei sind Engländer. Eigentlich nicht, aber die spielen heute und wir machen Chicken Tikka Masala Curry. Leute, ich habe gar nicht gewusst, dass Engländer so Sachen machen. Ich denke, Chips and, wie heißt Fish. Fish and Chips ist mir so das Einzige, was mir eigentlich so richtig geläufig ist. Wir machen heute unser Curry. Ja, wir sind froh, dass wir auch was anderes gefunden haben. Nach langer Suche. Genau, genau. War nicht so einfach, aber Leute, da unten haben wir unsere Zutaten. Und dabei sagen wir, schauen wir einfach mal drauf. Ja, so, Hauptdarsteller, das ist unser eingelegtes Fleisch, das wir vorbereitet haben. Genau. Dann kommt rein, also angebraten wird es, wir haben geröstetes Erdnussöl. Wir machen frische Mango, Tomatenwürfel. Ein bisschen Currypaste, Zwiebel, Knoblauch, Kokosmilch. Wir haben Curry, Masala, ein bisschen frischer Koriander und gelber und roter Paprika. Und nachher noch Schlückle Sahne. Jo, das war's im Wesentlichen. Genau, ich würde sagen, wir schneiden mal alles zusammen. Genau. Soll ich es machen oder willst du machen? Du machst es. Dann mache ich es. Also heute schneide ich mal. Also, genau. Leute, es geht gleich weiter. Wir fangen an zu schnibbeln. Ja, dann beginnen wir mal mit der Schnipplerei. Ich fange zuerst an mit der Zwiebel. Natürlich braucht ihr auch ein scharfes Messer da dazu. Das schneidet ihr in etwas größere Würfel.
Müsst ihr nicht so fein schneiden. So in der Größeordnung. Könnt ihr die Zwiebel schneiden, das soll ja irgendwo zu unserem Fleisch passen, was wir da gewürfelt haben. Als nächstes schneiden wir den Knoblauch zusammen. Ist auch kein Hexenwerk. Knoblauch fein gehackt, oder ja, ganz fein ist es nicht, ein bisschen grober, aber genauso reicht es für uns. Paprika müsst ihr auch nicht so fein schneiden, dass ihr nachher auch noch ein bisschen Struktur in euren Paprika habt. Ich lege es mal da drauf, so in der Größe passt es vollkommen. So, zum Schluss kommt unsere Mango, die schneiden wir auch in Würfel. Ich denke, die brauche ich nicht ganz so grob schneiden, die kann man ein bisschen feiner schneiden. Ja. So Freunde, geschnippelt haben wir. Jetzt geht es weiter. Unser Wok steht schon bereit. Den werden wir erst einmal auf Temperatur bringen. Aber das dauert ein, zwei Minuten, weil wir haben ja ordentliche Gasbrenner drunter. Und dann sehen wir uns wieder am Wok. Ihr seht selbst, der Wok ist nach genau 3-4 Minuten schon richtig heiß. Zum Beispiel, wie viel Öl soll man da rein machen für die Zwiebel? So ein gutes. So, ja. Ne? Erdnussöl, Leute, das riecht jetzt schon gut. Da kommen die vorhin geschnittenen Zwiebel- und Knoblauchwürfelchen. Da muss man natürlich am Ball bleiben, gell? Weil der Kollege hier, der hat richtig Hitze. Ihr könnt es natürlich auch mit Holzkohle machen, gar kein Problem. Und da kommt als nächstes, kommen dann gleich die Paprikas mit dazu. Okay, ich bringe sie dir. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, weil der Knoblauch wird ja schnell bitter. Und dann wird er bitter. So, da kommt rein. Das machst du doch auch gleich rein, die Mango, oder nicht? Nee. Warum? Die machen wir jetzt nachher mit rein. Echt? Ja. Weil die dürfen doch ein bisschen weich werden. Also, dann machen wir gleich mit rein. Also, wenn Chefin das sagt, machen wir Mango gleich mit rein. Weil, wenn die weich wird, dann hat sie, kommt die Süße vielleicht besser raus und so. Mhm. Das passt schon, denke ich mal. Sieht schon gut aus, gell? Ja. Die Engländer sind stürmisch, deswegen fliegt am Zug mal was raus. Und wenn wir das ein bisschen angebraten haben, dann kommt die Gewürzmischung da mit rein. Ja, das ist einmal das. Ich denke, das saugt ganz schön, so ein kleiner Schuss. Ja, kannst du machen. So, dann machen wir jetzt. Das ist jetzt das Masala. Machen wir ein bisschen Masala mit rein. Das ist so eine Curry-Mischung. Und ein bisschen Currypulver. Und dann machen wir noch so ein bisschen rote Currypaste dazu. Nicht zu viel, weil die ist echt scharf. Da. Ja, da haben wir gerade so ein kleines Kaffeelöffel oder Teelöffel. Da musst du aufpassen. Kommt da mit rein. Lass das kurz mit angehen. Ja, wenn das geröstet wird, dann entfaltet sich das Aroma besser, ne? Genau. Aber da natürlich immer rühren und immer aufpassen. Das wird unheimlich schnell bitter, die Gewürze. Ja, das ist auch noch so. Und dann habt ihr einen Effekt, den ihr nicht haben wollt und wir auch nicht. Das ist schon. Und jetzt kommt Fleisch mit dazu. Ja, bitteschön. So, da kommt das marinierte Fleisch. Das tun wir da jetzt mit dazu. Mitsamt der Marinade. Kann man das schön ein bisschen mit angehen lassen. Also wir halten uns jetzt an das Originalrezept. Wer natürlich vorher das Fleisch anbraten will, kann er natürlich tun. Aber wir machen das jetzt mal so. Und ich würde sagen, jetzt kommen die Tomaten dazu, ja, oder? Ja, bitte. Die Tomaten in Würfel. Und Kokosmilch. Oh ja, kommt ja schon raus. Halbe Becher Sahne. Perfekt. Sieht es schon. Es riecht richtig gut. Ja. Schöne Aroma. So Leute, ich würde sagen, wir lassen das jetzt so ein paar Minuten köcheln. Ich denke so 5, 6, 7, 8 Minuten wegen dem Geflügelfleisch. Muss ja auch durch sein, ne? Genau, also. Und dann holen wir euch wieder mit dazu.
Inzwischen hat man das Ganze, das ging jetzt nicht rucki zucki, so knappe 10 Minuten köcheln lassen, dass auch das Fleisch super zart ist, und es ist super zart, das kann ich euch versprechen. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt kommt noch gehackter Koriander mit dazu. Oh, guckt euch mal das an. Ist das nicht ein Anblick? So, aber erstmal machen wir mal eine kurze Kamerafahrt. So, liebe Fußballfreunde, närrische, wir sind jetzt fertig und jetzt machen wir eines, das Beste, wir verkosten. Genau. Da holen wir gleich mal unser Probierschälchen. Da holen wir mal ein bisschen was raus. Ein bisschen Fleisch dazu, ein bisschen Gemüse, ein bisschen von dem Koriander. Und jetzt sehen wir uns gleich zum Verkosten. So, Freunde, wir zwei Engländer sind jetzt fertig und Deutschland, ole ole, und jetzt wird verkostet. Ja. So, Hut passt alle so richtig. Hab kein englischer Hut, aber ein deutscher Kopf. So, jetzt wird verkostet hier. Wir probieren. Auf euch. Oh, schmeckt sau lecker. Super. Schöne Schärfe hat es auf jeden Fall. Also die Aromatik finde ich echt cool. Das Fleisch ist so super zart und saftig. Schmeckt richtig, richtig lecker. Und ich finde auch mal gut, dass es nicht allzu viel Zutaten sind. Es geht total schnell. Gerade wenn man Fußball schauen will, hat man nicht so viel Zeit, oder? Ja. Wir machen dazu Nudeln. Mienudeln, und man kann es auch mit Weißbrot essen, so wie man mag. Genau. Aber schmeckt richtig lecker, kann ich nur empfehlen. Und was man noch mit dazu gibt, ein Bierchen auf euch. Ah, herrlich. Nicht wahr? Wer den Willen hat gehabt, aber ich nehme trotzdem noch mal einen Löffel für euch. Super. Richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die Engländer so Sachen da auf den Weg bringen. Super lecker. Gestern war der Nikis, deiner Barbecue noch dran, der liebe Sören. Leute, schaut mal bei dem vorbei. Morgen ist 0231 Barbecue. Auch bei dem vorbeischauen. Das Lösungswort, Freunde, das schreibe ich euch irgendwo im Laufe des Filmes. Blende ich das ein. Und ich wünsche euch unheimlich viel Glück bei der Verlosung. Es lohnt sich, überall mitzumachen. Es sind tolle Preise dabei. Genau. Und ich würde sagen, ja, wir essen jetzt. Genau. Es geht bald weiter mit den nächsten Spielen. Und deswegen, ich hoffe, dass die Deutschen noch hier gut im Rennen sind. Das war's mit unserem Beitrag. Ja. Und bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Euer Thomas. Und Viola. Tschüss. Und euch noch viel Spaß bei der ganzen EM. Sowieso. Und viel Glück nochmal bei der Verlosung. Ciao, ciao. Tschüss.